Danke fürs Erscheinen. Ich beschäftige mich seit circa 10 Jahren intensivst mit der Netzwerktheorie, sowohl aus philosophischer als auch aus mathematischer Sicht. Selber bin ich 1971 in die IT eingestiegen, da hat man IBM Großrechner gehabt im Bankenbereich. Die waren alle vernetzt seinerzeit über Modems. Ja. Man ist damals davon ausgegangen, dass man auf einem Großrechner was laufen hat und die Terminals waren ziemlich dumm. Danach haben sich die PCs entwickelt in den 80er Jahren, da waren dann keine Netzwerke vorhanden, sondern man hat dann Insellösungen gehabt und in der Zwischenzeit haben wir wieder Netzwerke, wo die Terminals in diesen Netzwerken halt nicht alle dumm sind, sondern wirklich selber Rechner sind. Ja. Mit dem Aufkommen des Internets hat sich die Netzwerktheorie in verschiedenen Bereichen gewandelt. Ich möchte kurz einmal darauf eingehen, möchte dann in der Folge ein bisschen aus philosophischer Sicht auf die Fähigkeit der Erkenntnis eines von Menschen eingehen und das dann verknüpfen zu einer Thematik, die im Grunde genommen ziemlich präsent ist, weil man andauernd von Desinformation spricht, von Fake News spricht, von der Dominanz von Internet-Hubs und so weiter. Und aus dem Ganzen heraus entwickelt sich dann eine Fragestellung, die in die Richtung geht, dass man sagt, wie kann man ethisch in einer digitalisierten Welt umgehen? Wie kann eine Gesellschaft gestaltet sein, die sowohl die Vorteile der Digitalisierung nutzt, als auch mögliche Risiken, die mit der Digitalisierung hochkommen, sozusagen ausschaltet? Zuerst einmal ein Blick zurück zu Netzwerken und Strukturen, wie sie sich entwickelt haben. Und da finden wir am Anfang das Königsberger Brückenproblem von Leonhard Euler, der im 18. Jahrhundert bekannter Mathematiker war und als Gründer der Graphentheorie gilt. Es war damals Königsberg, Sie sehen da eine kleine Grafik mit 5 Brücken über Flüsse und er hatte sich damals zur Aufgabe gestellt, einen Weg zu finden, 6 Brücken sind es, einen Weg zu finden, das Ganze zu umrunden und jede Brücke nur einmal zu überqueren. Die Methoden, die er dann dafür erfunden hat, gelten als Grundlage der Graphentheorie. Die Brücken wären sozusagen die Knoten und der Weg über diese Brücken wären die Links und damit könnte man sozusagen eine Art Netzwerktheorie als Basis ansehen. Mit der technischen Entwicklung wurde es dann notwendig, sich Gedanken über Computernetzwerke zu machen. Und wir haben da von Paul Barron von der RAND Corporation in den 60er Jahren 3 verschiedene Netzwerke stilisiert, wobei das zentralisierte Netzwerk eindeutig einen fixen Knoten in der Mitte hat und sehr viele Knoten, die alle mit diesem zentralen Netzwerkknoten verbunden sind. Das dezentralisierte verfügt über mehrere Hauptknoten, über die alle anderen Knoten miteinander verbunden sind und das Distributed Netzwerk war das schlussendlich dann die höchste Ausfallsicherheit bei einem von Menschen konstruierten Netzwerk geboten hat. Man sieht dann das ARPA-Netzwerk 1969, wie es sich entwickelt hat. Es waren 4 Knoten und 4 Links, also die 4 Universitäten in den USA waren miteinander auf diese Art und Weise verbunden. Und das war grundsätzlich der Beginn des Netzwerks, wie wir es heute kennen. Allerdings hat man sich in der Folge Gedanken gemacht, was man denn alles als Netzwerke und netzwerkartige Strukturen definieren kann. Und da ist man natürlich auch drauf gekommen, dass Verhältnisse und Relationen von Menschen und wie eine Gesellschaft sich aufbaut, auch unter diese Netzwerkstrukturen fallen könnte.
Und so hat im Jahr 1967 ein gewisser Stanley Milgram ein Experiment gemacht, in dem er eine gewisse Anzahl von Postkarten an Menschen verteilt hat, die er gekannt hat und gesagt hat, bitte gib diese Postkarten jemandem weiter, den du kennst, und der soll sie wieder weitergeben und wieder weitergeben. Und das hat er statistisch erhoben. Und da ist er drauf gekommen, dass im Prinzip alle Menschen sich, die auf diesem Erdball sozusagen leben, insgesamt über 6 Stufen miteinander verbunden sind. Deswegen spricht man von 6 Degrees of Separation. Es gibt sehr viele fast spielerische Anwendungen in diesem Zusammenhang. Zum Beispiel gibt es ein Netzwerk, inwieweit sind Schauspieler miteinander verbunden, die in gleichen Filmen gespielt haben. Und da kommt man drauf, dass Schauspieler, die in verschiedenen Epochen in Filmen aufgetreten sind, durchaus über 2 bis maximal 3 Knoten miteinander verbunden sind. Dass das nicht etwas damit zu tun hat, dass diese Menschen einander kennen, ist auch irgendwo klar, aber über diese Stufen ja. Jetzt ein kurzes Beispiel zu meiner Geschichte. Ich habe vor 25 Jahren begonnen, eine österreichische Suchmaschine zu entwickeln und habe dann mit meinem Team die Suchmaschine entwickelt. Das sind dann Investoren an mich herangetreten. Einer dieser Investoren war ein gewisser Christian Torger-Wolf. Heute kennt man ihn unter dem Namen Toto Wolf, als Rennsportchef von Mercedes. Das waren seine Beginne, wo er gesagt hat, er will als Business Angel, und damals hat es begonnen, dass man gesagt hat, Start-ups gehören finanziert und so weiter, dieser Entwicklung im Internet teilhaben. So könnte man sagen, dass ich, weil ich den Toto Wolf von damals kenne, in der Zwischenzeit habe ich längst keinen Kontakt mehr mit ihm, aber dass ich somit nur einen Knoten vom Formel-1-Weltmeister entfernt wäre. Nur dieser Formel-1-Weltmeister, ich kenne ihn zwar, aber der hat von mir so gut wie keine Ahnung. Also, aber in diesem Prinzip würden sich Netzwerke aufbauen. Man ist dann davon ausgegangen, sich anzusehen, wie entwickeln sich solche Netzwerke. Sie sehen da 3 Möglichkeiten, also ein regulärer Aufbau, diese Small World, die 6 Degrees of Separation, ergeben sich dadurch, dass man nicht immer nur den Nachbarnknoten kennt, sondern dass man auch einmal ausreist und sozusagen quer über diesen Kreis sich mit Fremden, mit anderen Knoten verbindet. Dadurch ergibt sich dieses Small World oder 6 Degrees of Separation Phänomen. Und der rechte Teil, die rechte Symbolik, wäre sozusagen ein zufälliges Netzwerk, wo Knoten auch über die Mitte miteinander verbunden werden. Das Interessante bei dieser Betrachtung ist, sieht man sich diese Netzwerke an, wie diese Knoten und Links miteinander in Verhältnis stehen, so kann man das statistisch mit einer Bell-Kurve darstellen. Ein Distributed Netzwerk würde so ausschauen, dass es ein paar Knoten gibt, die über mehr Links verfügen als andere, aber im Grunde genommen ist alles in Reichweite, in Greifweite, also menschlich konstruiert. Deswegen nennt man diese Netzwerke mit Skalenverteilung. In den späten 90er Jahren des vorigen Jahrhunderts und um die Jahrtausendwende hat dann Albert Laszlo Barabasi mit seinem Team vom CCNR, Center of Complex Networks Research, eine Theorie entwickelt, die man nicht Random Network nennt, sondern Scale-Free Networks. Sie sehen den Unterschied hier anhand eines Straßennetzes über die USA und rechts sieht man das Netzwerk von Flugverbindungen. Aus diesen Verbindungen ergibt sich, dass die Scale-Free Networks sich anders aufbauen, aber eine größere Verbindungssicherheit darstellen.
Sie sehen die rot eingezeichneten Knoten wären sozusagen die öfter angeflogenen Flughäfen, die Flughäfen, die über mehrere Links verfügen. Und dieser im Speziellen hier, Atlanta, wäre so der größte Flughafen der Welt. Würde so ein Knoten ausfallen, würde das gesamte Netzwerk trotzdem funktionieren. Das heißt, diese Art von Netzwerken findet man in der Regel in der Natur. Und diese Art von Netzwerken verfügt über eine statistische Kurve, die natürlich ganz anders ausschaut. Die Verteilung über die Bell-Kurve ist die, die man oben über distribuierte Netzwerke gesehen hat. Und hier gibt es eine exponentielle Funktion. Das heißt, die Darstellung bedeutet, dass einzelne Knoten über extrem viele Links verfügen, während sehr viele Knoten über extrem wenige Links verfügen. Und diese Tatsache kann man jetzt mit einer Software, die NetLogo-Software, darstellen. Das möchte ich kurz zeigen, wie sich so ein Netzwerk entwickelt. So, wie komme ich da drüber? So. Das kleinste verfügbare Netzwerk wäre das. Zwei Knoten, ein Links. Wenn wir jetzt anschauen, wie solch ein Netzwerk sich entwickelt würde, gehen wir einmal da auf Go. Und jetzt setzt sich ein Knoten immer an einen anderen Knoten dran. Es ist hier die Relation nicht zu sehen. Die Relation ergibt sich dann aus dem Resize Nodes. Sie sehen nur auf der Skala der Degree Distribution, dass es einen Knoten mit sehr vielen Links gibt und sehr viele Knoten mit wenigen Links, was dann so ausschauen würde. Das heißt, dieses Phänomen beobachten wir bei der Entwicklung des Internets und vieler Ebenen von Netzwerken, die im Grunde genommen uns über die letzten zwei Jahrzehnte begleiten. Machen wir es noch einmal. Resize Nodes. Wir haben in der Zwischenzeit an die 700 Knoten und wir sehen, dass die Knoten in der Mitte die am intensivsten genutzten Knoten sind. Machen wir es noch einmal. Resize Nodes. So. Das heißt, die werden immer größer. Die anderen profitieren davon, dass sie sich an diesen großen Knoten anhängen. Und aus diesem Aspekt heraus entstehen bestimmte Ideen und Gedanken und auch, wenn man es jetzt betrachtet, aus ethischer Sicht gewisse Dilemmata. Und auf die möchte ich in der Folge kurz eingehen. So, machen wir das wieder so. Wir kennen dieses Phänomen unter verschiedensten Begriffen. Star-Rummel ist ein Begriff. Also heute spricht man auf YouTube, es gibt Influencer. Das wäre so ein Knoten in diesem Zusammenhang. Mainstream, der Begriff des Mainstreams. Wo immer man hinschaut, in der Gesellschaft gibt es Menschen, Knoten, die wichtiger scheinen als andere, deren Nähe man sucht. Das hat im vorigen Jahrhundert schon ein Soziologe namens Robert K. Merton untersucht und der hat dabei vom Matthäus-Effekt gesprochen. Sprich, bereits im Matthäus-Evangelium wird bezeichnet, dass dem wird noch gegeben und der nicht hat, dem wird noch genommen. Und diesen Effekt stellt im Prinzip diese Internetentwicklung dar. Jetzt ist das aber nicht das technische Internet, das zur Verfügung ist, sondern es ist das, was die Nutzer und sprich Unternehmen und auch wir als Benutzer der verschiedenen Dienste, was wir daraus machen. Das heißt, wir bevorzugen, man sieht es an der Nutzung von Google,
Man sieht es an der Nutzung von Facebook, dass unter gewissen Umständen die Nutzung dieser Dienste extrem übersteigert wird, während andere Dienste durch den Rost fallen. Vorige Woche oder vor zwei Wochen erst ging eine Meldung durch die deutsche Presse, wo festgestellt wurde, warum nutzen große deutsche Unternehmen, warum nutzen deutsche staatliche Institutionen die Amazon Cloud und nicht einen deutschen Cloud-Anbieter. Nicht nachzuvollziehen, warum. Sie sind mindestens genauso sicher, die deutschen Cloud-Anbieter, mindestens genauso kostengünstig. Warum wird dann die Amazon Cloud genutzt? Also dieser Aspekt, dass Menschen sich an dem orientieren, was bekannter ist, tritt sozusagen überall auf. Es gibt aber eine gegenteilige Untersuchung dazu auch. Mark Granovetter, auch ein Soziologe, hat 1973 festgestellt, dass aufgrund dieser dieses Zusammenhanges, dieser Clusterbildung in einem Netzwerk, innerhalb eines Clusters Informationen nicht mehr frei laufen. Das heißt, bewege ich mich andauernd in einem Cluster, bekomme ich immer gleiche oder ähnliche Informationsinhalte. Erst wenn ich mich außerhalb dieses Clusters orientiere, bekomme ich andere Inhalte präsentiert. Er hat das untersucht über Netzwerke, wo Studenten Jobs suchen und hat festgestellt, dass sie erst dann wirklich einen Job finden, wenn sie sich aus ihrem eigenen Cluster herausbegeben. Das hat er the Strengths of Weak Ties genannt. Das bedeutet, dass die schwachen Verknüpfungen, über die man als Mensch verfügt oder auch als Unternehmen verfügt, diejenigen sind, die kreative neue Möglichkeiten schaffen. Das Gleiche um vieles später, im Jahr 2006, hat ein ungarischer Biochemiker sich mit dem Netzwerk in den biologischen Netzwerken auseinandergesetzt und hat festgestellt, dass biologische Netzwerke nur dann überleben können, wenn sie ihre schwachen Links nutzen. Es ist nämlich ein Effekt in der Natur gegeben, dass sich biologische Netzwerke anpassen sollen. The survival of the fittest in der Evolutionstheorie, oft falsch interpretiert als das Überleben des Stärksten, wobei fit im Englischen aber nicht bedeutet, stark zu sein, sondern zu passen. Und survival of the fittest wäre die Fähigkeit des Anpassungsfähigsten. Und diese Anpassung ist nur dann möglich, wenn man sogenannte Weak Links nutzt und daher diese Weak Links die einzige Möglichkeit für solche Strukturen sind, zu überleben. Jetzt kurz zur menschlichen Erkenntnistheorie. Wenn man sich einen Prozess vorstellt, wie wir durchs Leben gehen, wie der Mensch durchs Leben geht, dann haben wir, was unsere Gegebenheiten, unser Gehirn anbelangt, die Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen und nicht nur die Fähigkeit, sondern auch die Notwendigkeit, Entscheidungen zu treffen. Das Interessante dabei ist, dass die Entscheidungen, die wir heute treffen, abhängen von den Entscheidungen, die wir vorher getroffen haben. Gestern, vor einem Jahr, vor 10 Jahren oder vor 5 Sekunden. Man kann diese Notwendigkeit, Entscheidungen zu treffen, recht einfach mit einem fraktalen Baum darstellen. Wenn wir also jetzt eine Entscheidung zu treffen haben, so steht eine Entscheidung an und wir treffen eine Entscheidung, wir entscheiden uns sozusagen für die eine Sache. Es wäre das die Möglichkeit, eine digitale Entscheidung zu treffen. Wir sagen Ja oder Nein zu einer bestimmten Sache. Es geht dann weiter. Wir stehen vor der nächsten Entscheidung.
Wir sagen wieder Ja oder Nein. Das geht dann so weit, dass wir quasi einen fraktalen Baum vor uns haben und dieser fraktale Baum bietet uns innerhalb von ungefähr einer halben Sekunde, was unsere Entscheidungsfähigkeit des Gehirns anbelangt, nehmen Sie 16 Schritte und 64.000 und noch was Möglichkeiten. Das wäre sozusagen der Möglichkeitsraum unserer Entscheidungen. Wir haben uns aber dazu entschieden, nach rechts zu gehen. Das heißt, dieser Möglichkeitsraum wird eingeschränkt auf die Möglichkeiten, die wir auf der rechten Seite haben. Bitte nicht vergessen, dass mit jedem Schritt dieser Möglichkeitsraum auf dieser Seite auch wieder größer wird. Jetzt ist es allerdings so, dass diese Fähigkeit des Erkennens etwas mit unserer Freiheit zu tun hat. Das heißt, im philosophischen Begriff wird die Freiheit in vielerlei Hinsicht diskutiert und man geht im Grunde genommen von zwei Aspekten aus. Entweder der Mensch ist frei oder er ist nicht frei. Es gibt aber aus dieser Sicht nur die Argumentation, er ist sowohl frei als auch nicht frei. Und frei ist er in der Entscheidung, die Entscheidung zu treffen, aufgrund der Strukturen, die er sich mit seinen bisherigen Entscheidungen angeeignet hat. Und die Möglichkeit, ja, diese Entscheidungen zu treffen, sind aber auch die Notwendigkeit, diese Entscheidungen zu treffen. Und das, wie es ein spanischer Philosoph Ortega y Gasset formuliert hat. Das heißt, wir sind in quasi einer Zwickmühle, wir müssen Entscheidungen treffen und wir können Entscheidungen treffen und wir können uns täglich damit im Grunde genommen neu erfinden. Jetzt ist Freiheit, sprich autonomes Handeln, aufgrund einer freien Entscheidung an Handlungen zu setzen, im Grunde genommen die Grundlage unserer Gesellschaft. Aufgrund dessen, dass wir aber unseren Tagesablauf immer wieder ähnlich und gleich gestalten, können wir davon ausgehen, dass ca. 80 oder noch mehr Prozent als Routine wir uns aneignen und gar nicht mehr darüber nachdenken, ob wir jetzt diese oder jene Entscheidung treffen. Man kann in diesem Fall zum Beispiel von Training sprechen. Das wäre ein Aspekt, der bei autonomen Fahrzeugen aus meiner Sicht zum Tragen käme. Alle, die heute Auto fahren können, nach einer gewissen Zeit des Autofahrens fahren sie mit Routine. Sprich, sie haben trainiert, sie haben dieses System des Autofahrens verinnerlicht und müssen nicht mehr darüber nachdenken und keine Entscheidungen treffen. Die Entscheidungen werden intuitiv getroffen, weil man sich diese Struktur angeeignet hat. Würden im Falle, dass wir nur mehr unter Anführungszeichen mit autonomen Fahrzeugen unterwegs sind, der Fall eintreten, dass der Fahrer, der überhaupt nicht mehr Auto fahren können muss und auch kein Training hat, irgendwann eingreifen muss, weil es ein Problem gäbe, würde aus meiner Sicht zu gewaltigen Problemen kommen, was sozusagen die Steuerung des Fahrzeugs jetzt anbelangt, was den Fahrer anbelangt oder die Fahrerin anbelangt, was das Training nicht vorhanden ist. Jetzt hat aber diese mehr als 80% aller Entscheidungen, die wir täglich gleich treffen, jetzt bringt das ein Problem mit sich. Weil aufgrund dieser Entscheidungen sind wir im Voraus berechenbar. Und auch das hat Barabasi gezeigt, dass man Bewegungsdaten, Mobildaten, was Menschen tun, was sie tun werden, aufgrund dieser Gegebenheiten zu analysieren sind. Und das ist etwas, was uns in der letzten Zeit in dem Internet unter Anführungszeichen mit Verhaltensdaten andauernd begegnet. Und ich habe erst vor 3-4 Wochen ein Buch zu Ende gelesen von der Shoshana Zuboff, ich weiß nicht, ob das ein Begriff ist, das ist im Jänner auf Deutsch erschienen, was das Zeitalter des Überwachungskapitalismus anbelangt. Das heißt, das ist ein Aspekt, der unsere Gesellschaft stark verändern wird
Und in diesem Fall sind wir gefordert, sozusagen die Aufklärungserfolge, die Erfolge der Aufklärung, was ethische und gesellschaftliche Aspekte anbelangt, neu zu überdenken und neu zu gestalten. Das Interessante dabei ist, dass ein gewisser Marshall McLuhan, der als Medientheoretiker im vorigen Jahrhundert tätig war, so etwas wie das elektronische Dorf schon vorhergesehen hat. Der Unterschied ist nur der, dass er sagt, alle Erweiterungen sozusagen unserer Fähigkeit wahrzunehmen, verändern die Gesellschaft. Ist verständlich, nicht die Inhalte dessen, was transportiert wird, sondern das, wie Informationen aufgenommen werden, wie über welche Medien Informationen aufgenommen werden, das verändert die Gesellschaft. Jetzt ist es, was diese Gesellschaft anbelangt, die sozusagen in diesen digitalen Netzwerken in gewisser Art und Weise mit diesen digitalen Netzwerken in gewisser Art und Weise verwoben ist, nicht nur in der Lage, dass der Mensch über Medien Informationen konsumiert, sondern auch die Medienanbieter konsumieren Informationen in vielfacher Hinsicht von den Nutzern. Das hat Marshall McLuhan in dieser Art und Weise nicht vorhergesehen. Wenn wir uns jetzt anschauen, wie es mit der Freiheit und der Theorie der Netze ausschaut, dann haben wir im Grunde genommen das, was in Frankreich GAFAs genannt wird. Ja? Also Google, Apple, Facebook, Amazon, wer noch? Microsoft und ein paar andere. Jaron Lanier, ein Microsoft-Entwickler, spricht in dem Fall von Sirenen-Server, was recht interessant ist im Hinblick auf die Geschichte von Odysseus, der sozusagen bei seiner Heimfahrt seinen Mannen und sich selbst an das Schiff anketten und anbinden ließ, um ja nicht den Sirenen zu verfallen. Aber im Grunde genommen macht es den Eindruck, als würden wir gerne diesen Sirenen verfallen. Ich habe eine Website entwickelt, wo ich diese Dominanz versuche, grafisch darzustellen und statistisch darzustellen. Und das Interessante dabei ist, dass bei insgesamt 500.000 untersuchten Websites, und zwar 500.000 aus der Top 1 Million von Alexa, Alexa bietet eine Liste mit Top 1 Million Websites, und das ist der Outcome. Und Sie sehen die dunklen blauen, sind Services, die alle an Google hängen. Ja? Schön, dass wir so viel Möglichkeiten haben, aber die Relationen werden in einem Ausmaß einseitig, dass man sagen muss, ob das in dem Zusammenhang mit gesellschaftlichen Entwicklungen, ob es noch gescheit ist, unter Anführungszeichen, einem Unternehmen, das ökonomisch orientiert ist, das aus einem anderen Kulturkreis kommt. Wir sitzen hier in Europa, in den USA gibt es andere Bewertungen, was das anbelangt, ob man das so umsetzt. Wenn wir uns jetzt eine Website anschauen von einem österreichischen Medienunternehmen, so ist sozusagen in der Mitte der Knoten, Sie sehen unten, das ist OE24.at und die eingebundenen Services in einem Ausmaß gegeben, wo die Vertreter der Medien sagen, es bleibt uns nichts anderes übrig, wir müssen diese Services nutzen, und sie machen sich dabei selber abhängig von den Anbietern dieser Dienste. Ich muss davon ausgehen, ich habe sehr viel IT-Dienstleistungen in meinem Leben für Unternehmen erbracht. Und ich habe den Auftraggebern immer gesagt, IT-Dienstleister wissen oft mehr über die Organisation eines Unternehmens als der Unternehmer selber. Bitte gehen Sie davon aus, ich unterzeichne auch ein Disclosure Agreement, dass ich nichts nach außen trage, aber gehen Sie davon aus, es ist ich bin wie ein Arzt, ich weiß mehr über Ihre Gesundheit
in dem Fall des Unternehmens. Und in dem Fall ist es aus meiner Sicht genauso, weil diese Anbieter, die Services anbieten, die sozusagen mit einbezogen werden und die Informations- und Verbindungsdaten und Verhaltensdaten sozusagen mitschreiben, die wissen möglicherweise mehr über die Website des Unternehmens als das Unternehmen selbst. Wenn wir jetzt hergehen in Richtung Freiheit und Gesellschaft, so können wir davon ausgehen, dass in der Aufklärung, mit der Aufklärung der Begriff der Freiheit, der Handlungsfreiheit als Prinzip der Gesellschaftsordnung dargestellt wurde und Freiheit des Handelns auch als Prinzip der Wirtschaftsordnung dargestellt wurde. Es wird immer wieder gesprochen von einer positiven Freiheit, das Recht zu handeln, Meinungs- und Bewegungsfreiheit zu haben. Da muss man sagen, dass das Recht zu handeln immer so weit geht, indem man das Recht des anderen, die Freiheit des anderen nicht beeinträchtigt. Das heißt, da ist es notwendig, ethische, moralische Grundsätze zu definieren. Ich komme gleich einmal noch dann dazu, was ist der Unterschied zwischen Ethik und Moral? Ja? Und negative Freiheit bedeutet in dem Sinn, dass wir frei sind, vom Staat in irgendeiner Art und Weise gegängelt oder unter Druck gesetzt zu werden. Der Begriff der Moral kommt aus dem Lateinischen. Mores, kann man erinnern, im Frühjahr hat man, ich werde dich Mores lehren, das habe ich in meiner Kindheit noch, also ich werde dir die Sitten schon beibringen. Aber die Sitten sind etwas, was eine gesellschaftliche Übereinkunft ist. Und was immer man als Gesellschaft definiert, hat bestimmte Übereinkünfte. Das heißt, die Sitten sind nicht mit Ethik zu verwechseln, weil Ethik ist eigentlich eine reflexive, eine wissenschaftlich beobachtende Betrachtung moralischer Regeln. Im Sinne der Moral kann man davon ausgehen, dass eigentlich auch die Mafia eine Art Moral hat, weil die haben bestimmte Verhaltensregeln, an die sie sich halten müssen. Und wenn man sich nicht dran hält, ja, dann wird man in gewisser Art und Weise bestraft. Und die Ethik wäre eine Fragestellung nach dem richtigen Handeln an sich. Das an sich ist deswegen, weil auch Kant immer so gesprochen hat. Deswegen komme ich zu dem, was Kants kategorischer Imperativ in der Zweckformulierung ausmacht, wo man davon ausgehen muss, dass dieser Imperativ bedeutet, immer so zu handeln, dass man Menschen nicht als Mittel zu einem bestimmten Zweck benutzt, sondern immer die Menschen, den anderen als Zweck selbst an sich, als Zweck an sich sieht. Das heißt, niemanden zu missbrauchen, um ein gewisses Ziel zu erreichen. Die Frage stellt sich, ob dieser Imperativ hintergangen wird, indem unsere Verhaltensdaten, das exzessive Sammeln von Daten für statistische und Auswertungen, algorithmische Auswertungen und damit einhergehende Klassifizierung der Nutzer, ob das so zu benutzt werden darf oder nicht. Die Problematik darin liegt aus meiner Sicht dabei an der Intransparenz, muss man sagen, der verwendeten Algorithmen. Das heißt, es werden unsere Daten offensichtlich für uns genutzt, ich weiß aber nicht, was wirklich damit passiert. Im wirtschaftlichen Bereich haben wir die unsichtbare Hand des Adam Smith, der da in der liberalen Wirtschaftsordnung als Ethiker, bitte, das war kein Wirtschaftswissenschaftler, sondern Adam Smith war ethisch unterwegs, und der hat gemeint, dass in Kontexten, in dem man Handel betreibt, man nicht was Gutes für wen anderen machen muss, sondern im Grunde genommen im eigenen Interesse handeln kann. Und damit würde, wie durch eine unsichtbare Hand sozusagen, der Ausgleich von selber stattfinden. Jetzt kann man das sich vorstellen, wenn jemand
mit einem anderen Handel treibt und die das auf Basis Handschlag machen oder sich selbst gegenseitig ins Gesicht schauen oder einander kennen, dass es auf dieser Basis funktioniert. Wenn aber jemand mit mir ein Geschäft macht, der gar nicht weiß, wer ich bin und ich nicht weiß, wer da dahinter steht, dann stellt sich die Frage, ob diese unsichtbare Hand auch in einem globalen Kontext funktionieren kann, weil wir dann sozusagen diesem Netzwerkeffekt unterliegen, dass die Hubs so riesengroß werden und ich als Kleiner im Grunde genommen wenig beeinflussen kann. Man kann dann noch auf die Überwachungsgesellschaft eingehen. Foucault hat viel geschrieben, was Überwachen und Strafen anbelangt. Einen Aspekt möchte ich herausstreichen. Er hat in seinem Überwachen und Strafen über ein Panoptikon gesprochen, das auch ein englischer Sozialphilosoph quasi entwickelt hat, der Jeremy Bentham's Panoptikon. Das wäre sozusagen ein Gefängnis, wo an zentraler Stelle ein Überwacher sitzt, der in jede Gefängniszelle Einblick hat. Und die Insassen der Gefängniszellen würden nicht wissen, wann sie beobachtet werden, weil sie nicht in diese Richtung schauen können, wo dieser Beobachtungsraum wäre, sondern sie wissen nur, dass sie dauernd beobachtet werden, aber nicht zu welchem Zeitpunkt. Das heißt, dieser Effekt des Wissens, überwacht zu werden, verändert die Verhaltensweisen dieser Menschen. Dann gibt es noch den Aspekt der Macht. Macht bedeutet im Grunde genommen, dass ich jemanden dazu bewegen kann, dass er etwas tut, was er eigentlich nicht möchte. Wollen wir das? Und auf der anderen Seite impliziert der Begriff der Macht auch den Missbrauch der Macht. Wenn wir uns jetzt unsere digitalisierte Welt anschauen, dann müssen wir sagen, dass wir im Grunde genommen in der Exponentialität dieser ganzen Geschichte gefangen sind. Wir bewegen uns in Richtung digitaler Feudalismus, deswegen auch Shoshana Zuboff, das Zeitalter des Überwachungskapitalismus. Wenn wir sitzen wie das Kaninchen vor der Schlange. Das heißt, wir sollten etwas tun. Jetzt was tun? Braucht die digitalisierte Welt eine Verfassung, so wie die Gesellschaft eine Verfassung entwickelt hat, um die Rechte des Einzelnen gegenüber dem Staat zu sichern? Und ich würde meinen, ja, wir brauchen eine Verfassung, die bewusst auf folgende Aspekte setzt. Die Anwendung von Distributed Networks dort, wo es möglich ist. Die Anwendung von Weak Links, die Nutzung von Weak Links, das heißt die Einbindung lokaler Services, die Stärkung lokaler Services. Und wenn wir davon ausgehen, dass das Recht auf Information ein Menschenrecht ist, dann wäre es notwendig aus meiner Sicht, dass wir Non-Profit-Infrastrukturen aufbauen, sodass wir so wie die Wasserversorgung, so wie den Straßenbau, so wie die Versorgung mit Wohnungen, was ja in der letzten Zeit in der Gesellschaft auch immer problematischer wird, sodass wir auf eine Non-Profit-Infrastruktur setzen müssten. Und nachdem es nicht möglich scheint, eine Verfassung, eine global anerkannte Verfassung zu formulieren, sollte zumindest einmal die EU, aber man sieht, wie schwierig es mit der EU ist, sich auf einen gemeinsamen Nenner zu einigen, auch beim möglichen Austritt oder nicht, wissen wir ja, Brexit ist ein Thema, das hat uns über Wochen und Monate verfolgt. Aber im Grunde genommen wäre es notwendig, Aspekte zu setzen, die die heimische IT stärken, die europäische IT stärken und auch Politikern und Unternehmen klarzumachen, dass sie eher auf Local Services setzen sollten und nicht Netzwerke noch stärker machen, weil sie sich selbst davon abhängig machen. Und ich glaube, dass diese Schritte notwendig wären,
um liberale Gesellschaftsordnung behalten zu können und trotzdem Netzwerke im Sinne der Digitalisierung zu nutzen. Vielen Dank. So, wir haben noch 3 Minuten, falls es Fragen gibt. Ich habe versucht, das Thema so konzentriert und geballt wie möglich zu organisieren. Danke. Ja, Herbert. Ja, im Zusammenhang mit den Freiheitsgraden und der Nutzung der Netze bzw. des Ausbrechens aus den Clustern gibt sich für mich eigentlich ein unheimlich massiver Zusammenhang zu Big Data. Big Data zeichnet Historien auf, leitet aus Historien etwas ab und kann daher genau dieses Ausbrechen aus den Clustern nicht oder bestenfalls sehr ungenügend darstellen. Das heißt also, die ganze Theorie, die derzeit hinter KI steht, ist eigentlich von der Seite her extrem fragwürdig. Habe ich das richtig verstanden? Ja, ist die KI ist in dieser Hinsicht fragwürdig, weil sie eben von den 80% ausgeht. Weil es das, man kennt in der Wirtschaft das Pareto-Prinzip, ja, 80-20. Ja, und das ist da angelehnt an das. Man muss aber auch davon ausgehen, dass man weiß nicht, was die Definition von Intelligenz überhaupt ist. Ja, also es gibt auch keine Definition von Intelligenz für Menschen. Man geht davon aus, dass es eine Kompetenz in Richtung Problemlösung gibt. Und jetzt beruft sich die KI ja auf das, was Alan Turing in den 40er Jahren des vorigen Jahrhunderts aufgezeigt hat. Und der Gag dabei ist, es wurde dann von künstlicher Intelligenz gesprochen, wenn ein Mensch geglaubt hat oder nicht sich sicher war, ob ein anderer Mensch dort sitzt oder ein Computer. Das heißt, wenn ein Computer einem Menschen vorspielen konnte, vorspiegeln konnte, vortäuschen konnte, dass dort ein Mensch säße, dann hat man von künstlicher Intelligenz begonnen, von künstlicher Intelligenz zu sprechen. Das heißt, der Begriff der künstlichen Intelligenz, wenn man ihn so auf die Wurzel zurückführt, beruht auf dem Begriff einer Täuschung. Jetzt ist es aber so, dass man sagt, ja, okay, wenn ich 80% richtig liege oder 85% richtig liege, aber wie du gesagt hast, Herbert, es schränkt diese Big Data-Geschichte schränkt unsere Fähigkeit, kreative Lösungen zu finden, schränkt sie ein, weil wir, und das wäre ein nächster problematischer Aspekt der Gesellschaft, wir sind, wenn wir frei sind, wenn wir autonom frei sind zu handeln, sind wir für unsere Handlungen verantwortlich zu machen. Wenn wir sozusagen nicht mehr frei sind in unseren Entscheidungen, sind wir auch nicht verantwortlich für das, was wir getan haben und wie immer. Das heißt, da kommt noch eine ganz, ganz andere Problematik auf uns zu. Ja? Aber es soll das auch nur ein Anstoß für eine Diskussion sein und du weißt, ja, und es geht auch nicht darum, dass man sofort fertige Lösungen hat, aber wir haben einen sehr schmalen Grat, ein sehr schmales Zeitfenster aus meiner Sicht, wo wir diese Thematik vorantreiben können und sollen. Und ja, so wie vor ein paar Wochen mit Christoph Joel gesprochen, es ist weniger als 5 Minuten vor 12, aber wir haben noch die Zeit und wir sollten die Zeit nutzen. Ja. Okay, danke.